Feurig und schaurig ging es am Mittwoch beim Krampuslauf am Sitzenheimer Dorfplatz zu. Nach 2 Jahren Pause war die Freude über das Schaulaufen der Krampusse groß. 6 Gruppen aus den umliegenden Nachbargemeinden nahmen am Lauf teil. Matthias Jandl hat das Brauchtums-Comeback von Krampus und Nikolaus mit der Kamera für uns eingefangen. Wenn sich am 7. Dezember am Dorfbrunnen in Sitzenheim jung und alt abends zusammenfinden, dann spürt und sieht man den Respekt vor dem, was in den kommenden 1,5 bis 2 Stunden passieren wird. Wie sind die Sitzenheimer Krampus? Sind das eher raue oder eher kommute Krampen oder Berchten? Das kommt ganz drauf an, wem es erwischt. Nein, Spaß. Nein, das, also eigentlich, wir sind schon eher bekannt als Kuschelkrampus. Sehr nett zu den Kindern und wir wollen ihnen eigentlich auch eher die Angst nehmen. Dementsprechend haben wir heuer ein Projekt gestartet in die Kindergärten in Weiß-Sitzenheim, wo der Krampus mit der Ausrüstung hieß und die Kinder mal gezeigt hat, wie sich der eigentlich anzieht und dass doch nur ein Mensch drunter steckt. Wie traditionell ist denn dieser Krampuslauf? Naja, der Krampuslauf ist in der Hinsicht schon noch traditionell, weil bei uns keiner mit Masken rennt, wo Nägel, Blut oder sonst was drinnen ist. Auf das schauen wir schon. Natürlich hat dann einer wieder eine Maske auf, wo du denkst, boah, das ist jetzt vielleicht schon etwas modern. Aber auf das schauen wir wirklich und auch die umliegenden Vereine, die halt mitrennen, weil das eigentlich alles sehr gute Freunde für uns sind. Und die legen schon noch alle Wert auf den guten alten Brauch. So sind neben den Sitzenheimer Krampussen noch 2 Passen aus Großgmain, die Großgmainer und Hinterreiter Krampusse, sowie 3 befreundete Passen aus Wals, die Salachteufel, die Storndeifeln und die Walser Krampusse beim Krampuslauf in Sitzenheim zugegen. Und gemeinsam tragen sie dafür Sorge, dass den Besuchern nicht kalt wird. Das wird der Teufel, ein schwarzes Zottelfell. 2 Händel auf dem Kopf, Oberlaufen kaum noch schnell. Und selbst ein lauter Krocher, der macht ihm gar nichts Angst. Das Einzige, was dir da hilft, rennt ihm ganz schnell voraus. Kampen, Kampen, Besen schnell, beten kann ich eh nicht viel. Au weh, au weh. Und morgen tut der Hintern weh, eine dicke Unterhosen. Die schützt dich nur bedingt. Wenn er dann plötzlich vor dir steht und seine Ruten schwingt. Kampern, kampern, Besen still, beten kann ich eh nicht viel. Au weh, au weh. Und morgen tut der Hintern weh. Und was ich beten kann, das geht dir gar nichts an. Kampern, kampern, Besen still, von mir kriegst du nicht viel. Ein oder der Höhepunkt des Krampuslaufs in Sitzenheim. Der Sternentanz der Großgmainer Krampusse. Als letzte Pass tanzen 6 der dunklen Gestalten mit über 4 Meter langen Stecken im Kreis und formen am Ende einen Stern. Ein schaurig mystisches Spektakel der Großgmainer Krampusse bei einem sehenswerten Krampuslauf in Sitzenheim.